Hallo meine Lieben, in meinen letzten Videos habe ich euch ein paar Sets von Timo vorgestellt, die ich für durchaus sinnvoll bzw. auch wirklich wunderschön halte. Mit diesem Set hier möchte ich euch zeigen, wie ihr eine super schnelle Verlängerung und auch Nail Art in einem zaubern könnt. Außerdem werde ich euch einige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Los geht's, viel Spaß mit dem Video. Zunächst einmal habe ich eine Schablone angepasst für meine Naturnägel. Solltet ihr nicht wissen, wie man eine Schablone richtig anpasst und an den Nagel anlegt, dann schaut sehr gerne mal in meinem verlinkten Video vorbei, beziehungsweise in den Videos. Es gibt natürlich verschiedene Schablonen und verschiedene Methoden. Ich benutze jetzt hier einmal diese Schablonen von Timo, die ich euch wirklich auch als Anfänger ans Herz legen kann. Damit funktioniert das Ganze wirklich sehr einfach. Außerdem erkläre ich in meinem letzten Video, wie ihr Schablonen richtig bei Himmelfahrtsnägeln zum Beispiel anpassen könnt. Wenn ihr die Schablone richtig angelegt habt, kommen wir nun zu den Produkten. Ich verwende jetzt hier zum Beispiel solche Paillettenglitzergele. Das heißt also, sucht euch am besten Gelprodukte raus, die unter anderem für die Verlängerung und den Aufbau geeignet sind und vielleicht auch so ein paar Glitzer-Schimmereffekte haben, denn dann braucht man eigentlich im Prinzip keine zusätzliche Nailart und kann sich gleich alles in einem aufbauen. Dieses Gelprodukt hier, diese Pearl Builder Gele, wie der Name schon sagt, sind auch für den Aufbau geeignet und auch für die Schablonenverlängerung. Das Set enthält nämlich 6 verschiedene Farben und auch Schablonen sowie einen Spotty. Ich trage jetzt hier einmal das Gelprodukt direkt aus dem Pinselfläschchen auf meine Schablone auf. Ich arbeite mir damit also meine Verlängerung. Achtet dabei darauf, dass ihr wirklich Produkte verwendet, die auch dafür geeignet sind. Diese Pearl Builder Gele, die sind von der Viskosität her sehr dünnflüssig. Also hier arbeitet unbedingt in 2 Schichten. Als Anfänger könnt ihr damit natürlich auch arbeiten. Hier würde ich euch empfehlen, arbeitet erstmal eine kürzere Verlängerung. Das ist wesentlich einfacher, um euch einfach mal an die Methode Schablonennägel heranzutasten. Kann das von Vorteil sein und dann klappt das auch etwas einfacher als bei einer längeren Modellage. Ich verblende das Produkt noch mit auf den Naturnagel. Das ist ganz wichtig bei einer Verlängerung mit Schablone, dass ihr die Gelprodukte auch mit dem Naturnagel verbindet. Nachdem ich angehärtet habe, trage ich noch eine zweite, etwas dickere Schicht auf und ich könnte mir jetzt hier auch mit diesem Produkt einfach komplett den gesamten Aufbau damit arbeiten, müsste dann nur noch etwas nachfeilen nach dem Aushärten und wäre auch schon fertig mit den Nägeln. Aber wer mich kennt, der weiß, ich brauche noch ein bisschen mehr Glitzer und Klimbim auf meinen Nägeln, weshalb ich mich dann hier für dieses Cream Puff Gel entschieden habe, welches ein klares Grundgel ist, was so ein bisschen ja dickviskoser, cremiger von der Konsistenz her ist und wirklich richtig große und kleine, viele Glitzerpailletten enthält in wunderschönen Neonfarben. Die verteile ich mir jetzt auf dem Übergang. Auch hier könnte ich natürlich den gesamten Aufbau damit arbeiten. Also wenn man das möchte, kann man das natürlich machen. Ich blende euch jetzt hier auch mal Alternativprodukte ein, womit man auch sehr schnell und effektiv arbeiten kann. Nach dem Aushärten entferne ich die Schablone und das Produkt ist wirklich mega stabil. Das heißt also, auch längere Verlängerungen sind möglich, aber auch kurze Nägel könnt ihr damit problemlos verlängern und gestalten. Für den Aufbau, also den weiteren Aufbau, verwende ich jetzt noch ein bisschen Polygel, einfach damit ich die Pailletten abdecke und natürlich einen Aufbau habe. Wie erwähnt, hättet ihr aber auch mit dem Produkt komplett den Aufbau machen können und wärt somit auch schon wesentlich schneller durch, als ich es jetzt hier bin. Die restlichen Nägel gestalte ich jetzt genauso. Wer jetzt so ein bisschen darauf achtet, der sieht, dass ich jeden Nagel einzeln gestalte. Das heißt, ich habe mir Nagel für Nagel die Schablone erst angelegt, habe dann eben das Gel on top gearbeitet. Meine Empfehlung an euch, wenn ihr schnell und effektiv arbeiten wollt, legt erst alle Schablonen an, arbeitet die Verlängerung
und dann geht es los mit der Nail Art. Wer zum Beispiel noch schneller sein möchte, der kann auch auf sogenanntes Gummigel zum Beispiel zurückgreifen. Hier blende ich euch auch mal ein Set dafür ein und kann dann alle Nägel in einem Step verlängern, aufbauen, je nachdem, was ihr möchtet. Da in diesem Set ist auch so ein Glitzerprodukt enthalten, was ihr eben auch für die Verlängerung und gleichzeitig für den Aufbau nutzen könnt. Und ihr könnt diese Produkte eben mit den Fingern formen, was das Ganze natürlich enorm beschleunigt. Ihr müsst nicht modellieren, euch läuft nichts in den Rand und das geht natürlich noch mal ein Ticken schneller. Aber was ich euch, wie gesagt, damit auf den Weg geben möchte: arbeitet effizient, das heißt immer erst einen Step durcharbeiten an allen Nägeln und dann erst zum nächsten Step weitergehen. Nachdem ich alles aufgetragen und ausgehärtet habe, geht es jetzt ein bisschen ans Formfeilen. Das Produkt, also auch das Polygel, lässt sich super einfach befeilen. Und ja, wie man einen Aufbau befeilt, das verlinke ich euch gerne nochmal in dem Video unter dem i. Schaut da gerne mal dran vorbei. Normalerweise könnte man jetzt sagen, man ist fertig. Ich persönlich wollte jetzt noch ein paar Wassertattoos drauf haben. Das kann man jetzt natürlich weglassen, weil wir haben ja schon viele bunte Produkte aufgetragen und die Modellage an sich sitzt. Aber ich finde immer, ein bisschen Zeit für ein paar Wassertattoos oder auch selbstklebende Sticker hat man im Prinzip eigentlich immer. Weshalb ich die jetzt hier Nagel für Nagel einfach auftrage. Schaut auch sehr gerne mal in meine Nail-Hack-Videos rein. Dort gebe ich euch auch immer so ein bisschen Tipps und Tricks, was so Nail-Art angeht und wie man die am besten befestigt. Nachdem ich das alles aufgetragen und befestigt habe, habe ich dann ganz klassisch versiegelt und zwar einfach mit diesem Set hier. Das ist ein Base- und Topcoat-Set. Da habt ihr einen hochglänzenden Versiegler ohne Schwitzschicht, einen matten und ein Base-Gel, ein Rubber-Base-Gel enthalten. Dieses Set finde ich wirklich super, super, funktionieren alle drei sehr gut. Und da es mir immer noch nicht gereicht hat, habe ich mir gedacht, wie kann ich denn die Unterseite meiner Nägel noch ein bisschen aufpimpen? Diese Effekt Aurora Top Coats haben es mir richtig angetan und schienen mir perfekt dafür zu sein, denn dieses Gelprodukt härtet ohne Schwitzschicht eben mit diesem wunderschönen Aurora-Effekt aus, den man sonst eigentlich nur mit Pigmenten erzielen kann. Ihr könnt dieses Produkt natürlich auch auf dunklen Untergründen auftragen, aber für dieses Design fand ich es besonders schön, da wir eben einen Grundnagel haben, der semi-transparent ist und hier kommt dieser wunderschöne Aurora-Effekt noch einmal so ein bisschen von unten durchgeschimmert. Mich hat das total gecatcht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr so ein Produkt, also so einen Topcoat auch schon mal ausprobiert habt. Meine Lieben, ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr keines meiner weiteren Videos. Videowünsche könnt ihr mir wie immer in die Kommentare schreiben. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.